1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich willkommen. Echte Roboter bestaunen und selbst mal ein bisschen Forscher spielen. Das war beim 5. Tüftler- und Forscherinnentag möglich. In ganz Baden-Württemberg hatten über 50 Unternehmen und Einrichtungen ihre Tore geöffnet und ein Mitmachprogramm für Kinder vorbereitet. Eine dieser Institutionen, die Hochschule Reutlingen. Dort zu Besuch war der Reutlinger St. Michael Kindergarten. Viele Professoren an der Hochschule Reutlingen spielen gern. Das meinte zumindest Elektroingenieurin Monika Hennig mit Blick auf die Gruppe wissbegieriger Kindergartenkinder. Allerdings sei das Spielen bei Professoren etwas anders. Sie würden zum Beispiel Roboter programmieren. Professoren und Kinder haben dennoch eines gemeinsam, die Freude daran, Neues zu entdecken. Spielerisch kann man schon mal mit der Wissenschaft anfangen, weil Wissenschaft einfach Spaß macht. Und uns geht es darum, den Kindern die interessanten Aspekte zu zeigen, die Spaß machen, weil Kinder schon viel mehr verstehen, als man ihnen zutraut in dem Alter. Als erstes ging es ins Roboterlabor. Dort konnten die Kinder live sehen und bestaunen, was die Roboter bereits alles können. Ein Kindergartenkind sehe derartige Technik normalerweise nur im Fernsehen, erklärte Hennig. So etwas selbst zu erleben, sei für die Kleinen dann schon etwas Besonderes. Die Kinder waren total aufgeregt und nervös, weil sie gehen jetzt heute in die Schule, wo Erwachsene lernen und dürfen da auch lernen. Und das hat man auch im Roboterlabor ganz toll gesehen. Die Kinder waren ganz, ganz ruhig und haben gestaunt und haben geguckt. Und deswegen ist es uns wichtig, genau, solche Sachen zu machen. Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Genau hierfür wollten die Beteiligten die Kinder begeistern. Am besten sei es dann, wenn sie diese Begeisterung mit in die Schule nehmen und dadurch keine Angst vor schweren Rechenaufgaben entwickeln würden. Bei den Kindern noch nicht so arg, die gehen dann noch völlig unvoreingenommen ran und interessieren sich noch wirklich für alles. Aber das kommt dann so später mit der Schule, wenn der Unterricht komplizierter wird, dass viele denken, oh Gott, alles, was mit Technik und Physik zu tun hat, das ist ganz viel Mathe, das ist ganz furchtbar kompliziert und das können normale Menschen sowieso nicht verstehen. Und das stimmt einfach nicht, weil man muss nicht alles ausrechnen können, um es zu verstehen. Ob aus den Kindern dann wirklich einmal Wissenschaftler werden, das weiß noch keiner. Den Erzieherinnen und Monika Hennig war es erst einmal wichtig zu vermitteln, dass Wissenschaft Spaß machen kann. Und vielleicht ist der Funke ja übergesprungen. Das Metzinger Modeunternehmen Hugo Boss und Porsche haben eine mehrjährige Kooperation vereinbart. Hugo Boss wird als offizieller Begleitungspartner das gesamte Porsche Motorsportteam weltweit ausstatten. Sowohl an und auf der Rennstrecke als auch in der Werkstatt. Zu dieser Kooperationsvereinbarung gehört auch die Ausstattung des künftigen Porsche Formel E-Teams. Das Konstanzer Forscherpaar Aleida und Jan Assmann hat bereits im Oktober im Rahmen der Frankfurter Buchmesse den Friedenspreis des deutschen Buchhandels erhalten. Knapp einen Monat später ist das Paar für einen Vortrag nach Tübingen ins Sparkassenkarree gekommen. Der Friedenspreis wird vom Börsenverein des deutschen Buchhandels vergeben und ist mit 25.000 Euro dotiert. Von Seiten des Vereins heißt es, dass die Literaturwissenschaftlerin und Ägyptologin Aleida Assmann mit ihren wissenschaftlich fundierten Studien immer wieder die Themen Geschichtsvergessenheit und Erinnerungskultur aufgreife. Ihr Ehemann Jan Assmann habe internationale Debatten um Grundfragen zu religiösen und kulturellen Konflikten der heutigen Zeit angestoßen. Soweit die BW1-Nachrichten. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Unsere Nachrichten noch einmal zum Nachlesen und weitere News aus aller Welt finden Sie auf unserer Website unter www.bw1.de. Danke für Ihr Interesse und auf Wiedersehen.